Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Ja, zum ersten Mal seit einigen Jahren finden jetzt die Kompetenzen für Arbeit und Wirtschaft in einem Ministerium zusammen. Und das bietet eine Reihe von Chancen, die nicht ungenützt gelassen werden sollten. Aber damit diese Chancen genützt werden, muss sich der Ökonom Martin Kocher gegen den ÖVP-linientreuen Minister Martin Kocher durchsetzen. Das wird, glaube ich, noch ein spannendes Match. Lassen Sie mich einen Blick darauf werfen, was das für Chancen sind, die ich hier sehe. Österreich kommt nämlich im internationalen Vergleich geschwächt aus dieser Pandemiekrise. Das Bruttoinlandsprodukt ist bei uns stärker eingebrochen als in anderen Ländern und es erholt sich langsamer. Also während nächstes Jahr Dänemark, Deutschland und Schweden schon über dem Vorkrisenniveau sein werden, wird Österreich noch unter dem Niveau von 2019 liegen. Und da gibt es was zu tun, damit wir wieder aufholen. Wir haben jetzt beim AMS 130.000 offene Stellen gemeldet. Man kann annehmen, jede zweite offene Stelle wird dort gemeldet. Also 250.000 offene Jobs circa in Österreich. Die Wirtschaft leidet massiv unter Arbeitskräftemangel. Und man darf sich aber nicht wundern über den Arbeitskräftemangel, wenn man heute jemanden fragt, ob er mehr arbeitet, ob er sich im Betrieb anstrengt, ob er eine Führungsposition übernimmt oder Überstunden macht, dann werden sich die Leute das zweimal überlegen, wenn sie von jedem zusätzlich verdienten Euro die Hälfte an den Staat abdrücken müssen. Wir brauchen also eine Entlastung. Außerdem sind die Lohnnebenkosten zu hoch. Mit den Abgaben auf Arbeit macht der Staat den Unternehmen unnötig schwer. Und qualifizierte Zuwanderung wird behindert. Das ist vorher schon die Rot-Weiß-Rot-Karte erwähnt worden. Die läuft immer noch über zwei Behörden, immer über AMS und Bezirksverwaltungsbehörde, also zwei Behörden für eine Rot-Weiß-Rot-Karte für eine Person. Und natürlich ist das kompliziert. Und die Vorgängerin Schramböck hat ja was Großartiges geleistet. Wenn man also mit diesen zwei Behörden nicht zurechtkommt, kann man sich jetzt an eine dritte Metastase der Bundesverwaltung wenden, an die Austrian Business Agency. Aber, und diese dritte Metastase hilft dann dem Unternehmen im Umgang mit den anderen zwei Behörden. Das ist Bürokratie in Österreich. So läuft das hier. Und dann wundern wir uns, wenn wir keine Fachkräfte nach Österreich bekommen, die nämlich in der Zwischenzeit schon lang in Australien, in Schweden oder in Kanada arbeiten, wo das Verfahren eben nicht 15 Wochen dauert. Und dann kommt noch dazu, dass jetzt die Kurzarbeit verlängert wird, wo wir 50.000 Leute in Jobs halten, wo sie nicht gebraucht werden, während 250.000 offene Jobs sind. Das ist Steuergeldverbrennung allererster Güte durch diesen Minister. Aber auch abseits des Arbeitsmarkts wirft die Bürokratie den Unternehmen gern Prügel zwischen die Beine. Der damalige IHS-Chef Kocher hat gemeint, man müsste die Gewerbeordnung reformieren. Es gehe um Deregulierung, um erleichterten Marktzugang und um mehr Wettbewerb. Und wenn ich heute die Interviews in den Zeitungen lese, dann zeichnet sich für mich keine Reform der Gewerbeordnung ab, die diesen Namen verdient und wie sie uns auch die OECD empfehlen würde und die Europäische Kommission, sondern im Wirtschaftsministerium hat die Wirtschaftskammer das Sagen. Und die Wirtschaftskammer ist eine Kammer der gewerblichen Verhinderung. Es darf nur ja kein neuer Unternehmer dazukommen, der mir ein Geschäft wegnimmt. Und diesen Job, Herr Minister, dürfen Sie der Wirtschaftskammer nicht übernehmen. Dann soll ja die Flexible Company kommen, also eine neue Gesellschaftsform speziell für Jungunternehmer. Die heißt cool Flexible Company, aber englische Verträge, boah, das geht nicht. Das muss schon alles gescheit deutsch sein, nicht? Und Notariatspflichten brauchen wir auch, weil die Notariatskammer hat sich da durchgesetzt. Das ist nicht das, was wir unter modernen Wirtschaften verstehen. Da wäre mehr möglich. Und in der Corona-Krise hat der niedergelassene Handel stark an den Online-Handel verloren. Der Online-Handel hat immer geöffnet, Tag und Nacht und Wochenende. Und währenddessen sperrt Österreich dort zu, wo die heimischen Arbeitsplätze sind, nämlich im niedergelassenen Handel vor Ort. Österreich hat die restriktivsten Bestimmungen in ganz Europa. 23 Staaten in Europa haben überhaupt keine Beschränkung von Montag bis Samstag. 17 haben nicht einmal am Sonntag Beschränkungen und bei uns in Österreich fallen sogar Selbstbedienungsläden dem Öffnungszeitengesetz zum Opfer. Also für unternehmerische Freiheit gäbe es wirklich viel zu tun, Herr Minister. Sie haben ein großes Ressort übernommen und auch die Chance, große Reformen auf den Boden zu bringen. Wir warten mit Spannung.